Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Sorores, ich freue mich, anlässlich unserer Delegiertenversammlung eine kurze Grußbotschaft zu halten. Seit etwas mehr als einem Jahr hat uns die Corona-Pandemie im Griff. Wir alle leben mit Einschränkungen, persönliche Kontakte sind spärlich und Veranstaltungen werden mehrheitlich online durchgeführt, so auch die heutige DV. Schwierig ist die Situation für diejenigen, die erkrankt sind oder die von einem geliebten Menschen Abschied nehmen mussten. Ich denke jedoch auch an alle, die um ihre Existenz bangen oder psychisch leiden. John Davison Rockefeller sagte einmal: Mag sein, dass uns noch einige schwierige Tage bevorstehen. Aber mit dem geballten, guten Willen all derer, die erkennen, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, kann dieser Kampf wirklich gewonnen werden. Ich weiß, wir Sorores stehen auch in dieser herausfordernden Zeit zusammen und wir werden diese Krise meistern. Gerade in dieser schwierigen Zeit sind Netzwerke wichtig, ist Solidarität und Mitmenschlichkeit gefragt. Sie, liebe Sorores, engagieren sich. Sie setzen sich immer wieder für die Verbesserung der Situation der Frauen und Mädchen ein, auf internationaler, nationaler und kantonaler Ebene. Sie bieten berufstätigen Frauen ein Netzwerk. Und solche Netzwerke sind ein tragendes Fundament für Frauen, die Familie, Beruf und ehrenamtliche Tätigkeit unter einen Hut bringen wollen oder müssen. Mit ihrem dreiteiligen Unionsprojekt Wegweisende Frauen fördern und unterstützen sie einerseits zwei Schweizer Filmemacherinnen. Andererseits lancierten sie das Projekt Duo Sorop, um junge Frauen zu beraten, und sie helfen Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt sind, mit dem Projekt Außer Gefahr DAO, indem sie den Fachverband der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein finanziell unterstützen. Das ist für mich gelebte Solidarität. Und wie es Hermann Gmeiner, österreichischer Sozialpädagoge, sagte: Alles Große in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er muss. Ich ermuntere Sie, Ihr Engagement fortzusetzen und Ihr Netzwerk zu pflegen. Denn dieses dient auch dazu, Brücken zu bauen. Brücken, die Gräben überwinden helfen und uns in neue Gebiete führen. Gebiete, in denen wir Menschen begegnen, die unser Leben bereichern. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Kraft, Mut, Ausdauer und vor allem gute Gesundheit.